Herzlichen Glückwunsch zur Folge 742 von Elder Scrolls Online. Wir sind immer noch damit beschäftigt, im westlichen Himmelsrand die Quest Gefahr in den Jarltümern zu erledigen. Morg hat eine Nachricht von Prinzessin Svana überbracht. Sie möchte sich mit mir in einsamen Troll unterhalten, bevor wir den Großkönig treffen. Lyrus und ich haben den letzten Hexendorn zerstört, der im Hügelgrab von Mortal verborgen war. Wir sollten zu Jarl-Reddern zurückgehen und ihm berichten, was wir aufgedeckt haben. Also das Hügelgrab ist das hier, da wo dieser schwere Sack zu finden ist. Offenbar haben wir im Hügelgrab einen Zettel verloren, den hole ich mir aber nach der Videoaufnahme vergessen. Und ich habe in der letzten Folge auch die Romanserie Ermittlerin Vala gezeigt. Alle bis auf den im Reich, den finde ich nicht. Der ist momentan nicht auffindbar und mein Addon zeigt es auch nicht an. Falls euch diese Romane interessieren, das sind so Miss Marple-Geschichten so ungefähr. Ja, falls euch die interessieren, könnt ihr sie in der letzten Folge, Ende der letzten Folge anschauen. Ich habe auch die mir noch fehlenden Bücher gesucht in Somersend und an der Goldküste. Nur das im Reich bekomme ich nicht. Also würde ich euch, wenn ihr solche Romane mögt, würde ich euch empfehlen. Die Geschichten sind gut geschrieben. Eine habe ich vorgelesen. Die mit dem nüchternen Nord. Also Vala und der nüchterne Nord oder so ähnlich heißt die Story. Die habe ich in der letzten Folge tatsächlich vorgelesen. Und die Geschichten sind gut geschrieben. Also gibt keinen Grund, sie sich nicht anzuschauen. Ich werde sie mir durchlesen. Keine Spur von dieser Hexe oder dem Reliquiar, mit dem sie weggelaufen ist. Wir sollten zurück zur Halle des Jarls gehen. Was meint ihr, was wir dort unten gesehen haben? Das waren wohl die restlichen Truppen eines größeren Angriffs auf Mortal. Der Hexendorn im Hügelgrab war der einzige, der nicht zerstört wurde, bevor sie das Ritual durchführten. Soldaten wurden vom Gramsturm erwischt, doch die Stadt blieb verschont. Also, deshalb wurden die Soldaten zu Gramunholden? Das war auch in Kilkreath nach dem Sturm passiert. Mich interessiert allerdings die Hexe mehr. Warum war das graue Reliquiar wichtig genug für sie, dass sie es sich griff und weglief, als sie uns entdeckte? Kommt, sprechen wir mit Jarl Reddan. Wir sehen uns in der Halle des Jarls. Jo, außerdem haben wir in der letzten Folge in dem Hügelgrab die Spur hierfür gefunden. Ich sollte es in meiner Videobeschreibung für die letzte Folge eigentlich erwähnt haben, damit ihr das leichter finden könnt. Also es gibt immerhin eine Körperbemalung und ja, warum sollte man sich die entgehen lassen? Ich verwende zwar keine Körperbemalung, aber haben ist besser als brauchen. Anschauen tue ich mir die schon, wenn ich sie finde. Könnte ja mal eine dabei sein, die wirklich aus irgendeinem Grund. Ja, das habe ich jetzt wieder super gemacht, oder? Also ich halte nicht viel von Tätowierungen. Ich habe selber auch sowas nicht. Ich habe keinen Sinn für sowas. Ja? Und deswegen tue ich das meinen Mädels auch nicht an. Und dann übergab sich Mauk auf die Stiefel des Schwertanen. Euer Ork-Freund klingt. Eure Gefährten kehren zurück. Also die zwei scheinen sich gut zu verstehen. Das ist gut. Das hat Svana wohl inzwischen gut gemacht. Also so schlecht scheint es als Diplomatin gar nicht zu sein. Zumindest kommuniziert sie wohl in einer Sprache, die er hier versteht. Ja? Nun, Freundin von Svana, steht ihr zu eurem Wort? Sagt mir, was ihr im Mortal-Hügelgrab entdeckt habt. Ah, sie haben gerade ein Saufgelage gemacht, so nebenbei, ne? Während Svana Geschichten von ihrem Orkfreund Mauk erzählt hat. Einige eurer Soldaten sind entkommen, doch alle im Hügelgrab sind dem Gramsturm zum Opfer gefallen. Ein Gramsturm? So wie dieses Ding, von dem die Prinzessin mir erzählt hat? Das Ding, das Kilkreath vernichtet hat? Ihr Götter! Die Pocken auf das Reek und seine Barbarenhorde. Was sonst? Was ist mit den Reekmannen im Hügelgrab? Wir haben einen Hexendorn zerstört und uns um die Reekmannen gekümmert, doch eine der Zirkelhexen konnte entkommen. Enttäuschend, aber nicht unerwartet. Reek-Hexen sind ein fieses Volk. Doch ihr habt meinen Dank. In der Zwischenzeit wird Yalmash bereit gemacht für den Krieg.
Wir mögen keine Verteidigung gegen Gramstürme haben, aber wir können angreifen, wenn wir ein Ziel haben. Sobald wir herausfinden, wo sich die Zirkelanführer verstecken, wird Svana Bescheid geben. Das war wohl ein Erfolg. Gut. Und Mortal haben wir vor Schlimmerem bewahrt nebenbei. Mit der Hilfe von euch und Lyris haben wir das Vertrauen von Jarl Reddan gewonnen. Mein Vater respektiert den Jarl. Das wird dabei helfen, dem Großkönig klarzumachen, dass er die Bedrohung durch den Zirkel ernst nehmen muss. Jetzt müssen wir das Gleiche in Karthald erreichen. Gut, wenn wir also die Jarls auf unsere Seite ziehen, werden die dem Großkönig schon Beine machen, denke ich. Jetzt erzählt mir von Karthald. Jarl Olfwen herrscht über dieses Jarltum, das als Verteidigungsgrenze gegen das Raid geschaffen wurde. Wenn eines der westlichen Jarltümer mit dieser Bedrohung fertig wird, dann ist es Karthald. Doch erst habe ich noch eine Sache mit Jarl Reddan zu besprechen. Natürlich, Prinzessin. Jarl Reddan, bereitet eure Streitkräfte vor, aber danach brauchen wir euch in Einsamkeit. Einsamkeit? Ich habe Probleme hier in Jarlmarsch. Warum sollte ich gehen, wenn mein Jarlturm mich braucht? Großkönig Svagrim wird nicht auf uns hören. Doch auf euch hört er vielleicht. Steht auf, Prinzessin. Wenn ihr meint, dass es hilft, spreche ich mit eurem Vater. Lyris, bitte begleitet den Jarl nach Einsamkeit. Natürlich. Was ist mit euch? Wir müssen Jarl Olfwen warnen. Wir reisen nach Karthald. Gut, wo ist denn Karthald überhaupt? Ist das Karth Vasten später dann? Also in der Skyrim-Ära? Jetzt gehen wir erstmal raus hier. Dann finde ich es auch auf der Karte. Hier? Nee. Ich mach's mir leicht. Also, Quest rausfummeln. Svana will, dass ich sie im Immerschnee-Gasthaus treffe, das südöstlich der Stadt Kartwacht liegt. Also, wohl Skyrim-Spielern als Kartwasten bekannt, oder? Ich weiß es nicht. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber vermutlich schon. Gut. Wölfe aus Eis und Knochen haben Brun angegriffen und er hat Geister gesehen. Geister? Unfug. Schafft ihn ins Gasthaus und ich werde mein Bestes geben. Kommt, wärmt ihr euch auf. Da hat jemand Geister gesehen. War wohl ein Weingeist. Naja, man weiß es nicht, ne? Also hier ist einiges los. Ja, sie sollten vielleicht besser mal hören, was er zu sagen hat. Gehört. Hä? Nur ein einziges? Ja, gut. Ich wundere mich gerade, dass das hier so frei steht. Sie haben sich gegenseitig zerfetzt vor meinen Augen. Bleibt drin. Bleibt zusammen. Wir werden uns hier umkümmern. Diese Leute, sie sind aus Kartwacht. Sie könnten alles sein, was von der Stadt noch übrig ist. Was ist mit Kartwacht geschehen? Es heißt, es war ein Sturm. Mächtig, verheerend. Er verschlang die ganze Stadt. Es muss ein Gramsturm gewesen sein. Das ist die einzige Erklärung. Es könnte weitere Überlebende geben. Vielleicht sogar Jarl Olfwen. Wir müssen alles durchsuchen. Verstanden. Betreten wir Kartwacht. Es wäre hilfreich, wenn... Jeder Augenblick, den wir verschwenden, könnte über Leben und Tod entscheiden. Ja. Das ist eine nette Szene. Das sollte ich mir mal angucken. Vielleicht baue... Habe ich mal ein Haus, in dem ich so eine Ecke nachbauen könnte? Hat was, irgendwie. Wirkt gemütlich. Benehmt euch hier drinnen und dort draußen. Ein Sturm hat unsere Stadt verwüstet. Doch ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass irgendjemand diese Überlebenden noch mehr Boshaftigkeiten aussetzt. Du meinst es gut, aber ich glaube, mit deinem Dolch kannst du gegen so eine Bedrohung nichts ausrichten. Leute, die ich kenne, haben sich in geistlose Kreaturen verwandelt. Oder Schlimmeres. Was für ein todtrauriger Tag. Was ist denn dir widerfahren? Mit der kann ich nicht reden.
Kann ich mit dir reden? Nee, auch nicht. Die ist... Seid ihr gekommen, um uns zu helfen? Gehört ihr zur Prinzessin? Nun, ihr kommt zu spät. Die Stadt ist verloren und jeder, den ich je kannte und liebte, ist tot. Oh weh. Ich werde mein Bestes tun, um diesen Leuten wenigstens Nahrung und Unterkunft bieten zu können. In Zeiten wie diesen ist es wichtiger zu helfen, als Gewinn zu machen. Das ist die richtige Einstellung. Sollten wir mehr Menschen haben. Also auch in der wirklichen Welt. Gut. Also Svana ist als Kriegerin besser zu gebrauchen als als Prinzessin. Hä? Wird eine Kriegerprinzessin. Ihr wird nicht wahrscheinlich keine große Wahl bleiben. Wir sind dem Hügelgrab entkommen. Sei es drum. Dieses Mal ernten wir alle grauen Reliquiare. Diese Zirkelhexe. Ist sie es, die aus dem Hügelgrab entkam? Ich bin mal ruhig wegen der Dialoge, die hier vielleicht kommen. Schauen wir mal, ob dieses Buch was für uns ist. Zumindest durchblättern für euch kann ich es ja mal, ne? Einsamkeit, ein verkohltes Tagebuch. Übertragen und kommentiert von Isogar. Ich glaube nicht, dass es questrelevant ist, aber ich blätter es für euch durch. Ihr kennt das Spiel. Bei Interesse mit der Pausetaste selber in Ruhe lesen. Gut. Schade, dass ihr so spät kommt. Eure Lebensenergie hätte perfekt in mein Reliquiar gepasst. Schwester Eldra. Und weg ist er. Ich glaube, mit meiner Lebensenergie würde sie sich übernehmen. Das wird sie zerreißen. Eiskap Frostbringerin. Eiskap Rohling. Da kommen sie. Schützt das graue Reliquiar mit eurem Leben. Genau, schützt es mit eurem Leben. Macht das ruhig. Abgeschlossen. Einen Augenblick. Unterhalten wir uns da drüben. Ich nehme an, dass sie gegen diese Magie nicht so immun ist wie Velaya. Wir müssen auf sie aufpassen, nicht, dass sie sich auch verwandelt, ne? Ihr Götter! Diente all dieses Sterben einem finsteren Zweck? Entschuldigt. Ich schätze, ich bin noch nicht ganz ans Kämpfen gewöhnt. Aber diese Urne, das graue Reliquiar, die Hexe wollte es unbedingt beschützen. Es mitnehmen. Sie sagte etwas über unsere Lebensenergie. Oh, ihr Götter! Ich glaube, ich weiß, was sie bewirken. Sagt mir, was ihr meint, herausgefunden zu haben. Denkt daran, was die Hexe sagte, als wir uns der Stadt näherten. Dieses Mal werden wir alle grauen Reliquiare ernten, sagte sie. Und dass unsere Lebensenergie perfekt in die Urnen gepasst hätte. Ich glaube, dass der Gramsturm Lebensenergie stiehlt und sie in die Reliquiare steckt. Gute Theorie. Also, was wollt ihr tun, Prinzessin? Wenn der Jarl noch lebt, kann sie sich auch noch ein Weilchen länger um sich selbst kümmern. Die Hexe hat noch nicht alle Reliquiare eingesammelt. Ich würde sagen, wir versuchen, sie vor ihr zu erreichen und zu zerstören. Ich werde diese Hawker nicht von der Vernichtung Kartwachts profitieren lassen. Alles klar, zerstören wir alle grauen Reliquiare, die wir finden können. Aber sollen wir hier nicht vielleicht erstmal... Ah ja, das gehört dazu. Hier diese... Das sind noch mehr von diesen Gefäßen, ne? Na... Das wird wahrscheinlich nicht jedes Mal so einfach sein. Ich nehme an, dass hier gerade Mitspieler aufgeräumt haben. Ich bin ja hier nicht allein, haben wir eben gesehen. Ist das Felorian oder wie er heißt? Nee, das sind meine Mitspieler.
die eben auch als Warner standen. Die Jahre zu zerbrechen wird meine Leute nicht zurückbringen. Aber das gilt auch für die graue Schar. Vielleicht können wir wenigstens den Ort wieder befrieden. Was ist denn mit denen? Gramvoller. Ach, die stehen wahrscheinlich unter dem... Das sind wiederbelebte Leichen offenbar. Die stehen wohl unter dem... Ja, wir haben das ja schon live mit angesehen, wie... Ihr konntet aus den Gramsturm nicht aufhalten. Also wie sich Menschen verwandelt haben in... sowas da. Das wäre erledigt. Sehen wir nach dem Jarl. Ihre Halle ist gleich den Hügel rauf. Also wenn der Jarl noch lebt, wird der ganz bestimmt mit fehlenden Warnen zu diesem Großkönig rennen und ihm die Meinung geigen, von wegen... Aber da war noch da diese Hexe, ne? Die ist immer noch da. Die uns vorhin angequatscht hat, von wegen eurer Energie würde in unsere Gefäße passen. Bleibt zurück! Zwingt mich nicht! Oh, ihr seid keine von den Hexen oder ihren Monstern. Nenn mich du nochmal Monster. Sowas, also... Ich dachte, das wäre mein Ende. Ich habe kaum noch Kraft, um auch nur einen lauen Sommerwind heraufzubeschwören. Augenblick mal, ist das Prinzessin Svana? Svana und ich sind hier, um zu helfen. Sagt mir, wer ihr seid und was hier geschehen ist. Ich bin Magistra Fridelia. Ich diene Jarl Olfven als Hofmagierin. Ich habe die Hexen, Vampire und diese verrückten Dorfbewohner abgewehrt, nachdem das Chaos begann. Es gab einen Sturm, auf jeden Fall magischer Natur. Er brachte unsere eigenen Leute gegen uns auf. Was ist mit Jarl Olfven? Lebt sie noch? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Jarl in den Keller geschickt, als der Sturm begann. Als ich noch dachte, es wäre nur ein schlimmer Orkan. Bitte, geht nach unten. Sorgt dafür, dass der Jarl sicher ist. Karthalt ist ohne sie verloren. Ich werde versuchen, Jarl Olfven zu finden. Im Keller. Jarl Olfven ist im Keller. Seht nach, ob es ihr gut geht. Das ist wohl normalerweise... Also hier schaut es ziemlich wüst aus und das ist noch geschmeichelt. Lebst du noch? Nee. Also hier hat's Wahnsinn. Da tun sich ja Tragödien auf. Jarl Olfven! Nein! Ich brauche was? Frische Luft. Bitte, berg die Krone von Karthalt. Wir können sie nicht hier unten lassen. Okay, die hat sich verwandelt. Das ist nicht gut. Dieser verzierte Kopfschmuck ist das Amtsinsignium des Herrschers über Karthalt. Er wurde zuletzt von Jarl Olfven getragen. Das müssen wir ihm wohl zeigen. Dem sogenannten Großkönig. Das müssen wir ihm wohl zeigen. Damit er sieht, was hier los ist. Aber ich habe das Gefühl, der will gar nicht zuhören. Der steht unter Mind Control. Das ist meine Theorie. Jarl Olfven. Sie ist... Das ist die Krone von Karthalt. Jarl Olfven ist also tot. Ich habe sie im Stich gelassen. Ihr habt alles getan, was ihr konntet. Ich frage mich, warum der Gramsturm bei euch keine Wirkung hatte. Ja, wahrscheinlich, weil sie Magierin ist und sich vor sowas schützen kann. Gramsturm? Nennt man so, was hier geschehen ist? Warum ich mich nicht in ein Ungeheuer verwandelt habe, ist ein Halt! Die Soldaten des Jarltums breiten vor einigen Tagen auf Späher der Regmannen. Sie haben diese Medaillons mitgebracht, die Späher getragen haben. Das ist jetzt wichtig. Also es geht wohl um diese Medaillon. Ein Medaillon des Eiskap-Zirkels. Ich habe sie schon einmal gesehen. Ihr hattet das die ganze Zeit bei euch?
Ja, ich bereitete mich gerade darauf vor, die Zauber zu untersuchen, die ich darauf entdeckt hatte, als der Gramsturm losbrach. Ich muss es wohl eingesteckt haben, ohne darüber nachzudenken. Könnte es eine Art Schutz gegen den Sturm bieten? Ja, ist schon ziemlich wahrscheinlich. Das würde vielleicht erklären, dass die, beziehungsweise warum die Raikmanen gegen diese Magie offenbar immun sind, weil die alle so ein Amulett haben. Es wäre durchaus möglich, wir könnten dieses Wissen nutzen, um das Königreich zu schützen. Ich meine, die Raikmanen werden ja wohl kaum in einen Ort reinmarschieren, an dem so eine Magie herrscht, die sie verwandeln würde normalerweise, ohne einen Abwehrzauber dafür zu haben. Klingt plausibel. Mal gucken, ob wir daraus Kapital schlagen können. Tatwacht ist gefallen. Keine Bewohner. Kein Jarl. Der Sitz des gesamten Jarltums. Zerstört. Einfach so. Ich muss meinen Vater dazu bringen, endlich zu handeln. Was sollen wir jetzt machen, Svana? Ich muss zurück ins Immerschnee und die Überlebende nach Einsamkeit bringen, wo sie sicher sein werden. Zumindest so sicher, wie es derzeit überhaupt möglich ist. Anschließend muss ich mit meinem Vater sprechen. Ich werde ihn verdammt nochmal irgendwie dazu bringen, mir zuzuhören. Was kann ich für euch tun? Kehrt nach Einsamkeit zurück. Sucht Lyris und trefft mich am Blauen Palast. Ich habe einen Raum, den wir nutzen können. Wir müssen uns einen Plan zurechtlegen. Irgendetwas, was mir helfen wird, meinen Vater zum Handeln zu bringen. Ich suche Lyris und wir treffen uns am Blauen Palast. Aber ich nehme an, diese Sache mit diesen Amuletten wird noch entscheidend werden. Magistra Fridelia, als höchstrangige dass die Dialoge immer erst beginnen, wenn ich... euch nach Einsamkeit aufmachen. Natürlich, Prinzessin Svana. Ich werde helfen, den Großkönig zu überzeugen. Ich habe Karthalt schon einmal enttäuscht. Ich werde es nicht noch einmal enttäuschen. Ich werde Prinzessin Svana dabei helfen, diejenigen, die diese Gräueltat überlebt haben, sicher nach Einsamkeit zu schaffen. Darauf habt ihr mein Wort. Ich treffe euch und Lyris am Blatt. Ja, ist gut. Es geht mir gut, Prinzessin. Mein Zauber bringt uns nach Einsamkeit, das kann ich schwören. Kommt da jetzt noch was? Reich Eiswirker. Aber der Ort bleibt erstmal verseucht. Hier gibt es bestimmt noch eine Quest dazu, deswegen ist das Symbol noch schwarz. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Kardvast die Vorläufersiedlung von Kardvasten ist, was wir aus Skyrim kennen. Und dass Kardvast jetzt also untergeht und auch nicht wirklich aufgebaut wird. Und stattdessen irgendwo in der Nähe Kardvasten dann errichtet wird nach diesen Ereignissen. Das würde zumindest Sinn ergeben. Einsamkeit also, ja. Bin gespannt, ob wir als Aufgabe kriegen, den Ort von dieser Magie zu reinigen. Also als Nebenquest dann wohl. Oder vielleicht sogar für die nächsten Folgen, als dass das noch zur Hauptstory gehört. Aber ich nehme mal an, nein. Weil von der Logik her müssten wir erstmal verhindern, dass weitere Orte diesem Zauber zum Opfer fallen. Also um die Bewohner, die hier Unterschlupf gefunden haben, müssen wir uns nicht kümmern. Darum kümmert sich Svana und die Magisterin. Mit Lyris Titanenkind und die steht Macht da unten. Schon, hirnloses Ding! Hier lang! Ach, sie sind schlimmer als Trunkenbolde, wenn die Methalle zumacht. Psst! Verhöhnt die Verfluchten nicht! Sie werden uns alle verfluchen! Was geht denn hier ab? Es freut mich zu sehen, dass ihr wohl auf seid.
Angesichts all der Gramvollen, die sie in die Stadt bringen, machte ich mir schon Sorgen. Ach so, die wurden hergebracht. Okay, wahrscheinlich sucht man nach einer Lösung. Was machen sie mit den Gramvollen? Sie bringen sie in den Tempel der Göttlichen im Kastell Trutz. Ich schätze, es ist der einzige Ort, an dem man sich um sie in diesem Zustand kümmern kann. Dann nimmt Großkönig Svagrim unsere Warnung endlich ernst? Jarl Reddan redet auf ihn ein, seit er den Blauen Palast betreten hat. Gelebte Nordpolitik ist ein wahrhaft bestaunenswertes Wunder. Nur eine Stufe unter einer Kneipenschlägerei. Ich bin etwas enttäuscht, dass nicht die Fäuste flogen. Doch am Ende hat sich alles geregelt. Wir haben Kardvach zu spät erreicht. Es war bereits durch einen Grabsturm verwüstet worden. Verdammt nochmal! Das hatte ich befürchtet. Uns läuft die Zeit davon und wir verstehen immer noch nicht, was uns da draußen erwartet. Hey, wo ist die Prinzessin? Sagt mir nicht, dass ihr Svana in Kardvach verloren habt. Svana geht es gut. Sie wollte uns in ihren Gemächern im Blauen Palast treffen. Also gut, sie haben also die Gramvollen hierher gebracht, aber sie greifen auch niemanden an. Das ist eigenartig. Die sind total apathisch, passiv. Attentäter versuchten, den Großkönig zu töten. Sie haben Königin Gerhild ermordet. Unser armer König ist sicher am Boden zerstört. Die Prinzessin auch. So ein trauriger Tag. So. Was ist? Das fragst du mich, was ist? Schau dich doch mal um. So, bestimmt lag's jetzt hier wieder. Das ist echt eigenartig. Immer hier im Blauen Palast habe ich diese Performance-Probleme. Die Svana, die ich kenne, würde all diese Sorgen zurücklassen. Kommt mit zurück in den Troll und lasst die Königlichen königlich sein. Ich bin Königlich Mauk. Es wird Zeit, dass ich mich auch so benehme. Oho. Mauk macht sich natürlich Sorgen um seine Freundin, ne? Willkommen in den Gemächern der Prinzessin, meine Freundin. Ich erinnere mich nicht an das letzte Mal, als ich hier mehr als nur ein paar kurze Augenblicke verbracht habe. Auf jeden Fall sind Jarl Reddan und Magistra Fridelia hier und reden mit meinem Vater. Danke für die Hilfe in den Jarltümern. Wir konnten Kardvach nicht retten. Nein, aber wir haben Mortal gerettet und den Zirkel daran gehindert, die grauen Reliquiare aus Kardvach zu holen. Und wir haben die Führer der Jarltümer zusammengebracht. All das ist wichtig. Das stimmt, also bewirkt hat's was. Mein königliches Taschengold. Ich wollte ohnehin nur Wein davon kaufen. Ihr werdet eine bessere Verwendung dafür finden. Brustplatte des Mortal-Hügelgrabs. Ewiger Elan. Magika-Regeneration, Ausdauer-Regeneration, Lebensregeneration. Maximales Leben gewährt euch Ausdauer. Magika, solange ihr mehr als 50% eures maximalen Lebens besitzt, gewährt euch Lebensregeneration, solange ihr weniger als 50% eures maximalen Lebens ersetzt. Beute aus dem Mortal-Hügelgrab, verliehen für Dienste am Jarltum Jarlmarsch. Gut, bei unserer Rückkehr stellten wir fest, dass mein Vater endlich etwas gegen die Bedrohung durch den Zirkel unternimmt. Doch das reicht nicht. Zusätzliche Patrouillen und ein Zusammentreiben der Gramvollen mag ja schön und gut sein. Doch was wir wirklich brauchen, ist eine Verteidigung gegen die Gramstürme. Ich gehe den Dialog jetzt los, aber das ist schon die nächste Quest. Das ist dann für eine andere Videoaufnahme. Was ist mit den Medaillons des Eisgrabzirkels? Sie schienen Fridelia in Kardvach zu beschützen. Unglücklicherweise haben wir nur wenige Medaillons bergen können. Und Magistra Fridelia hat nicht ermitteln können, welche Verzauberung die Medaillons nutzen, um ihren Trägern Schutz zu bieten. Wir brauchen eine andere Lösung. Also müssen wir diese wenige Medaillons klug verteilen an fähige Leute, die uns da helfen können und mit uns in die Gefahrenzone können dann. Lyris und ich kennen eine Art Gelehrten, der versucht, das Gramsturm-Ritual zu verstehen. Das ist dieser Fanerion, oder wie er heißt, dieser Vampir. Ja, Lyris erwähnte das. Zufälligerweise kam gerade eine Botin aus Dämmerdorf mit einer Nachricht für euch. Ich habe noch nie von dem Ort gehört, doch die Botin meinte, die Nachricht stamme von jemandem namens Fenn. Ist das euer Gelehrter?
Lest die Nachricht und dann lasst uns sehen, ob er uns helfen wird. Ich werde Fenorians Nachricht lesen. Nehmt die Nachricht vom Tisch. Dann versucht Fenn zu überzeugen, sich uns anzuschließen. Vielleicht können wir mit seiner Hilfe eine Verteidigung gegen die Stürme entwickeln. Ich werde hierbleiben und weiter meinen Vater belästigen, bis er dieser Bedrohung die Aufmerksamkeit widmet, die sie verdient. Also Fenorian ist ja schon Vampir, der dürfte nicht anfällig sein für diese Art Magie, denke ich mal. Aber schauen wir mal. Wie werdet ihr euren Vater dazu bringen, euch zuzuhören? Ihr habt vergessen, dass ich jetzt Hilfe habe. Mein Vater mag mich ignorieren. Doch einen Jarl und eine Hofmagierin einfach so abzuweisen, wird schwerer. Es ist schon ironisch. Ich hätte gedacht, er freut sich, wenn ich endlich Interesse an Politik entwickle. Vielleicht könnt ihr euch ihm so beweisen. Seine Anerkennung ist mir gleich, doch ich würde mir gern seinen Respekt verdienen. Seit dem Tod meiner Mutter haben wir beide hart arbeiten müssen, um unser Königreich zu bewahren. Es wird leichter, wenn wir lernen, irgendwie miteinander auszukommen. Gut, ich denke, dass ich das eine oder andere nochmal wiederholen muss. Ich lese das aber trotzdem noch in dieser Folge. Will euch nicht unnötig auf die Folter spannen. Meine Freunde, weitere Zusammenarbeit mit der alten Miolen, das ist diese schlaue Frau, von der ich euch in Folge 740 nochmal erzählt habe bei der Zusammenfassung. Also Miolen führte zu einer Entdeckung, die verspricht, das gesamte Mysterium zu entwirren, das uns bisher Rätsel aufgibt. Aus diesem Grund kehrte ich zur Bergbausiedlung zurück, die man Dämmerdorf nennt. Habe ich auch in der Zusammenfassung erwähnt. Für den Fall, dass ihr meine Dienste weiterhin benötigt, ich habe mir ein Gebäude an der Südseite als Unterkunft gesichert. Ich schreibe erneut, falls diese Spur Früchte trägt, Fenorian. Wir machen eine kurze Vorschau auf die nächste Quest, der Vampirgelehrte. Der Großkönig hat endlich Maßnahmen eingeleitet, doch das wird nicht reichen. Svana meint, wir müssen eine Verteidigung gegen die Grammstürme entwickeln. Zu diesem Zweck will sie den Vampirgelehrten Fenorian anwerben, damit er uns hilft. Fenorians Nachricht deutet an, dass er anscheinend etwas Wichtiges gefunden hat und nach Dämmerdorf zurückgekehrt ist, um dem nachzugehen. Lyris und ich sollten in der Bergbausiedlung in Schwarzweite nach ihm suchen. Das werden wir also machen, wenn wir die Questreihe fortsetzen. Das nächste Mal ist allerdings Farenil dran in Murkmeier, falls da noch was zu tun ist. Oder alternativ an einem anderen Ereignisort. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.